Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute möchte ich mir mit euch gemeinsam mal eine Art von App angucken oder eine Art von Software-Tool angucken, die ihr sowohl auf eurem Notebook als auch auf einem iPad oder jedem anderen Tablet installieren könnt, als auch auf eurem Smartphone, als auch auf eurem Smart TV. Denn auf all diesen Gattungen und noch auf einigen Gattungen mehr macht diese Art von App Sinn. Wir schauen sie uns heute einmal gemeinsam an. Viel Spaß mit dem Video. Ja, heute wollen wir uns einmal mit dem Thema VPN beschäftigen. Und was ist das überhaupt? Letztlich ein virtuelles privates Netzwerk, also ein Virtual Private Network. Und das ist eine Software, die eure IP-Adresse verschleiern kann und eine sichere, verschlüsselte Tunnelverbindung zwischen eurem Endgerät und dem Server des Anbieters beziehungsweise im Anschluss dem Internet herstellt. Das klingt jetzt erstmal kompliziert und ihr dürft das auch gerne korrigieren in den Kommentaren. Ich freue mich auf eure Interpretation. Aber ich gebe euch einfach mal ein paar Beispiele, dass ihr wisst, was damit gemeint ist. Ja, das erste Beispiel, was ich euch geben möchte, ist öffentliches WLAN. Ich habe hier als Beispiel mal Hotel-WLAN genommen. Ihr habt euren Laptop dabei, wollt ins Internet, wählt euch dann in diesen Router vom Hotel ein, wo euch die Zugangsdaten zur Verfügung gestellt werden. Ihr seid natürlich nicht die Einzigen, die sich da einwählen. Es gibt auch noch andere Leute, die sich einwählen. Und solange jeder nur gute Absichten hat, ist das auch alles kein Problem. Jetzt haben wir aber das in unserem Beispiel, gehen wir mal davon aus, dass jemand in diesem WLAN versucht, auf eure Daten zuzugreifen. Denn ihr befindet euch im gleichen Netzwerkbereich. Das heißt also, theoretisch kann derjenige, wenn ihr nicht verschlüsselt arbeitet, auf eure Daten zugreifen. Gleiches Prinzip, nochmal Hotel-WLAN, gleiche Nutzer und so weiter und so fort, jetzt aber mit VPN. Was bedeutet das? Also wie gesagt, es sind die gleichen Player im Spiel. Wir haben wieder unseren potenziellen Eindringling, der versucht, an eure Daten zu kommen. Wir haben jetzt aber noch eine zusätzliche Möglichkeit, denn wir aktivieren unseren VPN und bauen damit eine Verbindung zum Server des VPN-Anbieters auf. Und zwar eine verschlüsselte Verbindung. Das bedeutet also, auf dem Weg bis zum Server sind eure Daten gesichert. Sprich, derjenige, der versucht, an eure Daten zu kommen, hat keine Chance. Danach geht es dann ins freie Internet und da seid ihr natürlich immer so gesichert oder ungesichert, wie auch wenn ihr zu Hause ins Internet geht. So, das nächste Beispiel ist Geoblocking. Hat vielleicht auch der ein oder andere von euch schon mal gehört, betrifft im Wesentlichen Streaming-Anbieter wie zum Beispiel Netflix und so weiter und so fort, aber auch öffentlich-rechtliche Mediatheken. Wir nehmen unser Beispiel an, ihr seid in Spanien im Urlaub und wollt euch in Deutschland in einer Mediathek eines öffentlich-rechtlichen Anbieters oder wem auch immer einen Inhalt angucken, der aber nur Rechte für Deutschland besitzt. So, das bedeutet also, der Anbieter wird euren Zugriff auf Spanien blockieren. Wenn ihr jetzt aber euren VPN aktiviert, könnt ihr euch quasi virtuell in die Bundesrepublik Deutschland zurückbeamen und dadurch dieses Geoblocking vom Anbieter umgehen. Das Ganze geht natürlich auch noch andersrum. Sprich, ihr seid in Deutschland, wieder gleiches Prinzip, ihr wollt einen Film gucken, befindet euch in Deutschland, der Film ist aber zum Beispiel nur in Amerika verfügbar. Oder aber ihr wollt Inhalte von Netflix in Amerika schauen. Gleiches Prinzip, diese Popcorn-Tüte signalisiert es schon mal. Auch hier würde der Anbieter wiederum das Ganze blockieren, denn er möchte ja, dass ihr die deutschen Inhalte seht. Auch da habt ihr die Möglichkeit, wiederum euch mit dem VPN in die Vereinigten Staaten von Amerika zu beamen sozusagen und das Ganze zu schauen. So, nach all der Theorie kommen wir jetzt zur Praxis und das ist in unserem Fall CyberGhost VPN, das Tool, was ich euch heute vorstellen möchte. Dafür gab es eine kostenlose Lizenz vom Hersteller. Was ist wichtig bei der Auswahl von dem VPN-Anbieter? Zum einen natürlich, dass ihr Apps für möglichst viele verschiedene Geräte habt, denn ihr braucht ja immer eine App, um das Ganze zu nutzen. Das habe ich euch vorhin schon gezeigt, sowohl auf einer Spielekonsole, als auch auf eurem MacBook, als auch auf eurem Windows-Laptop, iPad, Android-Phone und so weiter und so fort. Und ihr braucht ein breites Spektrum, denn gerade für das Geoblocking braucht ihr gegebenenfalls Server in vielen verschiedenen Ländern, sodass ihr euch, wie ich euch vorhin schon beschrieben habe, in die verschiedenen Länder transportieren könnt sozusagen. Also zum einen aus Deutschland in ein anderes Land, allerdings auch genauso gut umgekehrt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier relativ frei und relativ aufbefreit aufzuspielen sozusagen und die verschiedenen Streaming-Anbieter sowohl in Deutschland zu nutzen, als auch die Inhalte in einem anderen Land, zum Beispiel den USA, zum Beispiel aber auch, wenn ihr sagt, italienischer Content ist euers oder türkischer, dann besteht hier die Möglichkeit, relativ einfach in diese App reinzugehen, euch den Server des Landes auszuwählen und dann die Inhalte aus diesem Land auch zu konsumieren. Ja, jetzt kommen wir zum aus meiner persönlichen Sicht wichtigsten Kriterium für einen VPN-Anbieter und das ist das Vertrauen in eben selbigen. Denn am Ende, eure Daten werden über deren Server geleitet, ihr müsst also ein gewisses Vertrauen in die Anbieter haben. Aus dem Grund schließen sich auch für mich persönlich kostenlose Anbieter immer aus. Die sind zwar eine Lösung, aber ihr müsst euch immer vor Augen führen, irgendwie müssen auch die Geld verdienen, sprich,
Eure Daten werden gegebenenfalls verkauft, das muss nicht sein, aber das ist natürlich eine Option, oder anderweitig macht der Anbieter eure Daten letztlich zu Geld. Deshalb würde ich persönlich einen VPN-Anbieter einsetzen, der immer ein etablierter Anbieter ist, eine gute Reputation hat und sowas kostet nun mal Geld. CyberGhost VPN, den zähle ich dazu, lange am Markt, große Kundenzahl und ein Versprechen der No-Log-Policy, die auch regelmäßig überprüft wird. So, jetzt werfen wir aber tatsächlich mal einen Blick in die App. Ich will euch nämlich mal zeigen, wie einfach man das Ganze bedienen kann und was für ein Servervolumen eigentlich dahinter steht. Jetzt seht ihr im linken Bereich einmal die Android-App. Es gibt quasi hier die Möglichkeit, den Server auszuwählen. Ihr geht einfach nur auf bester Server, denn standardmäßig werdet ihr mit dem besten verfügbaren Server verbunden. Wenn ihr aber irgendein Land auswählen wollt und für Deutschland gibt es zum Beispiel sogar 3 Server und ansonsten weltweit eigentlich eine ganze Menge, sowohl die wichtigen und relevanten Länder als auch ein paar Länder, die bei vielen Anbietern eben nicht vertreten sind, sodass ihr euch tatsächlich hier aus meiner Sicht in die gesamte Welt beamen könnt. Die Schweiz vielleicht noch für den einen oder anderen relevant und die Vereinigten Staaten auch noch relevant. Auch da gibt es jeweils mehrere Server, sodass ihr da sogar noch auswählen könnt. Hinzu kommt aber noch, dass einige Server für bestimmte Streaming-Anbieter optimiert sind. Wenn ihr zum Beispiel nach Netflix sucht oder ihr sucht nach The Zone oder ihr sucht nach, ich weiß es nicht, einem Zattoo vielleicht als TV-Anbieter in der Schweiz und so weiter und so fort, da gibt's eigentlich für alles auch hier nochmal optimierte Server, die dann die perfekte Leistung für den jeweiligen Streaming-Anbieter anbieten. Und da muss man einfach sagen, das ist mit einem Klick erledigt. Ihr drückt jetzt einfach nur auf irgendeinen Server und werdet sofort verbunden. Wir drücken oben auf den Einschalt-Button und schon seht ihr, dass wir verbunden sind. Also wirklich super easy in der Anwendung und super easy in der Bedienung. Ja, die Gründe für grundsätzlich einen VPN-Anbieter habe ich euch schon genannt. Jetzt kommen wir nochmal kurz dazu, was zeichnet denn jetzt CyberGhost VPN nochmal explizit aus? Also auf der einen Seite, vorhin schon gesagt, aus meiner Sicht das wichtigste Kriterium, wir haben ein Vertrauen in den Anbieter, denn der Anbieter ist lange am Markt und hat einen großen Kundenstamm. Ich wiederhole mich, das sagt natürlich nicht alles aus, aber lässt zumindest darauf schließen, dass das Ganze eine sichere Basis ist, um als VPN-Anbieter für euch zu dienen. Wir haben sehr gute Apps, eine einfache Bedienung habe ich euch gerade eben gezeigt. Wir haben sehr viele relevante Systeme vertreten. Also ich habe, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich glaube, es gibt kein System oder kein System, was häufiger genutzt wird, auf dem es keine App gibt. Also insofern, da könnt ihr wirklich mit jedem eurer Geräte das Ganze nutzen. Wir haben viele weltweite Server, auch das haben wir gerade gesehen. Alle relevanten Länder sind vertreten und wir haben auch noch Server, die speziell für bestimmte Streaming-Anbieter in bestimmten Ländern optimiert sind. Also ein sehr breites Spektrum für alle Anwendungszwecke, die ihr für so einen VPN-Anbieter halt eben auch haben könnt. Und dann am Ende der Preis. Ja, es gibt zunächst mal eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ihr geht also eigentlich kein Risiko ein. Ihr könnt das Ganze auf bis zu 7 Geräten nutzen, also nicht nur auf eurem eigenen, sondern auch auf dem eurer Freundin, Bekannten, wie auch immer. Also ihr habt 7 Geräte, auf denen ihr das Ganze nutzen könnt. Und wer Lust hat, das Ganze mal auszuprobieren, findet ein richtig, richtig gutes Angebot in der Videobeschreibung unten drunter. Da gibt es für wenige Euro im Monat, ich glaube um die 2 Euro ist das aktuelle Angebot, einmal die Dienstleistung von CyberGhost VPN und ihr könnt damit all das nutzen, was wir in den letzten, ich sag mal, knapp 7,5 Minuten ungefähr besprochen haben. Wenn ihr noch Fragen habt oder auch Hinweise für mich, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wünsche euch am Ende wie immer einen schönen Abend und sage Alexa, Kamera aus. Okay.